Es schneite nun schon seit einer ganzen Woche und August hatte beinahe jeden freien Nachmittag draußen zugebracht. Immerhin musste man den Winter doch auch ein wenig genießen dürfen, oder? Seine Eltern freilich waren dazu nicht in der Lage. Sobald die ersten Flocken fielen, verzogen sie sich in die kleine, von einem einzigen Ofen nur mehr spärlich beheizte Stube und begannen damit, Holzfigürchen zu schnitzen, die sie in Münchberg verkaufen wollten. Von dem Geld, das sie dafür bekommen würden, könnten sie sich schließlich selbst auch wieder ein schönes Weihnachtsfest machen. Gerade das Glänzen in den Augen des kleinen August, der sich sehnlichst ein paar neue Skier wünschte, ließ er sich diesmal ganz besonders anstrengen und so entstanden innerhalb kürzester Zeit wunderschöne Hürden mit ihren Schafherden, einige heilige drei Könige und natürlich auch Jesuskinderlein für die Krippen der besser verdienenden Leute in Münchberg. Morgen wollte Augusts Vater sich auf den Weg in die Stadt machen, um die Kunstwerke an den Mann zu bringen. Doch grauste ihm schon vor den sicher einmal mehr äußerst zähen Verhandlungen, die er mit dem Müllersgerch würde führen müssen. Aber es half alles nichts. Nirgends sonst konnte er seine kleinen Figürchen verkaufen und auch wenn der alte Geizkragen ihm jedes Jahr nur einen Hungerlohn dafür bot, so war es dennoch besser als gar nichts. Der letzte Schultag war einmal mehr zu einem kleinen Fest verwandelt worden. Eben noch hatte der Lehrer mit strengem Blick auf seine Schützlinge gestarrt und ihnen klargemacht, dass sie auch während der Feiertage schön artig bleiben und lernen sollten, da klärte sich plötzlich seine ernste Miene und ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er ihnen ein paar Plätzchen aushändigte, die er gemeinsam mit seiner Frau gebacken hatte. Als August an diesem Tag von der Schule nach Hause kam, hörte er schon von der Tür aus das röchelnde Husten seines Vaters. »Was hast du denn?« fragte er unschuldig, doch klärte seine Mutter ihn schnell auf. »Na, verkält hat er sich, weil er hier wieder mitten im Winterbus sein Sommerhusen angezogen hat, der alte Schnärpfel.« »Das wird schon wieder«, brachte sein Vater mühsam heraus. »Morgen muss ich es sowieso noch mal zum Gerch, und dann kann ich heimwärts gleich noch einmal schnell vom Boden vorbeischauen und ein wenig Arznei mitnehmen.« »Du gehst mal nach jetzt wohin, hast du mich verstanden?« schnaubte Augusts Mutter, wobei ihrem Sohn mit einem Mal klar wurde, was das bedeutete. Wenn der Vater die Figürchen nicht verkaufen könnte, würde die Familie kein Geld für die Weihnachtsfeier haben und er könnte die Skier vergessen. Eifrig zupfte er daher am Gewand seiner Mutter. »Ich kann doch gehen!« Mit diesen einfachen vier Worten hatte August einen Streit entfacht, in dem Argumente wie »Er muss ja sowieso einmal die Welt außerhalb von Zell kennenlernen«, solchen wie »Er ist doch noch viel zu klar, um so eine lange Reise auf sich zu nehmen« entgegenstanden. Da war man sich letzten Endes darüber einig, dass man es wenigstens versuchen wollte. Außerdem würde August sowieso nicht klein beigeben, bis er seine Mutter erweicht hatte, ihn gehen zu lassen. Und so folgte dem hitzigen Wortgefecht schließlich eine genaue Belehrung, was die Reise nach Münchberg betraf. Abends legte sich August voller Vorfreude in sein warmes Bett und lauschte einmal mehr der Geschichte des gütigen Nikolaus, der in den Wäldern am Waldstein wohnen soll und vor allem den Ärmeren stets zur Seite steht, wenn sie Not litten. Die Mutter hatte noch nicht von all seinen Wohltaten erzählt, als August bereits eingeschlafen war und von einem großen Mann mit einem weißen Bart und einem alten Ledermantel träumte. Am nächsten Morgen stand August in aller Frühe auf, warf einen kurzen Blick auf die Uhr und packte anschließend die Schnitzereien seiner Eltern in einen großen Sack. Schließlich schlich er sich noch einmal in sein Zimmer zurück und holte aus einem kleinen Versteck einen Ochsen heraus, den er vorgestern selbst als seine erste eigene Figur gestaltet hatte. Gut, er sah ein wenig seltsam aus, aber August war sich sicher, dass er ihn dennoch würde verkaufen können. Womöglich konnte er mit dem zusätzlichen Geld dem Vater gleich eine gute Medizin mitbringen. Danach gab er seiner besorgten Mutter, die daheim bleiben und den Kranken pflegen würde, einen dicken Kuss zum Abschied und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Schnaubend wartete die alte Lokomotive mit ihren grünen Wagen dort bereits und gab mit einem ungeduldigen Pfeifen zu verstehen, dass sich der Zug jeden Moment in Bewegung setzen würde. August ging zum alten Theo, der wie jeden Tag mit einer warmen Tasse Kaffee am Schalter saß, drückte ihm das von seiner Mutter abgezählte Geld in die Hand und bekam dafür eine hin
und Rückfahrkarte, die er kurze Zeit später dem Schaffner Max übergab. Die Zugfahrt nach Münchberg dauerte eine ganze Weile und zweimal drohte die kleine Lokomotive gar, in den Schneewehen stecken zu bleiben, doch schafften sie es letztlich trotzdem wohlbehalten in die Stadt. Kaum war August am Bahnhof ausgestiegen, öffnete sich ihm eine beeindruckende Szenerie. Emsiges Treiben herrschte auf den verschneiten Straßen der Stadt. Menschen in dicke Mäntel gehüllt und die Gesichter hinter Schals verborgen, schoben sich geradezu in die Läden, aus deren offenen Türen heraus allerlei Geräusche und Gerüche drangen. Überschattet aber wurde all jener Trubel von den gigantischen Schloden der riesigen Fabriken, die Münchberg dominierten und in manchen Fällen gar höher in den Himmel ragten als der Turm der Stadtkirche. Schwarzer Ruß quoll aus ihnen hervor und August meinte, das Hämmern und Dröhnen der Maschinen durch die Straßenhallen zu hören. Münchbergs eisernes Herz schlug stark in jenem Winter. Kurz nur verweilte der Kleine und ließ all diese Eindrücke auf sich wirken, ehe er zielstrebig in Richtung Bahnhofstraße davonstapfte, wo sich, wie er von seinem letzten Besuch in Erinnerung hatte, der Laden des Müllers Gerch befand. Ein prächtiges Gebäude erhob sich vor ihm, in dessen Fenstern allerlei Kinderträume aneinandergereiht waren. Vorsichtig betrat August das große, dahinterliegende Zimmer und sah sich darin um. Es war vollgestopft mit wunderschönen Spielsachen aus Holz und sogar einigen aus Blech. Hinter dem Tresen ratterte zu seiner größten Freude eine kleine Eisenbahn auf krummen Schienen im Kreis und erfüllte das Geschäft mit einem melodischen Surren. Aus der hinteren Kammer schlürfte schließlich der Gerch herein, der den Neuankömmling sofort kritisch musterte. Augusts Vater hatte seinen Sohn schon vor dem Geiz des alten Händlers gewarnt, doch war er sich sicher, dass er es mit ihm würde aufnehmen können. »Hallo«, brachte er mühsam heraus, »ich bin der August Verzell und soll dir die Schnitzereien meiner Eltern verkaufen.« Noch während dieser Worte hatte er einige der schönsten Stücke auf den Tresen gestellt, wobei er seinen Ochsen ganz besonders nah an den Gerch herangeschoben hatte. Dieser nahm einige der Figürchen mit spitzen Fingern auf, schob seine Brille auf der Nase nach oben und musterte die Arbeiten mit seinen dunklen Augen. Schließlich sprach er, »Süße, das willst du mir also verkaufen? Na ja, es sind ja eigentlich die kleinen Figuren wie im letzten Jahr auch schon und von denen habe ich noch genug hinten im Locher stehen. Na ja, ich denke, 10 Mark könnte für den ganzen Sock schon geben.« Damit hatte August nicht gerechnet. 10 Mark nur. Vater hatte ihm doch eingeschärft, dass die Figürchen mindestens 25 wert seien. So würden sie in Zell zwar ein wenig Arznei kaufen können, aber mehr wäre nicht drin und das Weihnachtsfest damit gelaufen. »No, was ist? 10 Mark Gewichte, aber wenn's nicht willst«, riss Gerch August aus seinen Gedanken. »Doch, doch«, brachte der schließlich kleinlaut hervor, wobei ihm schon die ersten Tränen in die Augen stiegen. »No, schau her, ja, da ist dein Geld, aber das komische Ding, das nimmst du mit der Miet, das kann ich eh nicht verkaufen.« Mit diesen Worten drückte Gerch August seinen Ochsen in die Hand, raffte die anderen Schnitzereien an sich und drehte sich zum Schaufenster um, wo er sofort damit begann, sie schön zu drapieren. Mit einem letzten Schluchzer drehte August sich um und rannte so schnell er nur konnte zum Bahnhof zurück. Die kalten Tränen, die ihn aus den Augen liefen, brachten seine rosa Haut zum Brennen, aber er wollte nur noch zügig wieder nach Hause. Mit einem Mal kam ihm die Stadt nicht mehr vor wie ein riesiges Wunder der Technik, sondern kalt und abweisend. Lange noch klang ihm das Dröhnen der Maschinen in den Ohren, die ihn geradezu zu verspotten schienen, während der Ruß aus den Kaminen in seinen Augen brannte. Als August endlich wieder im Zug saß und der sich langsam in Bewegung gesetzt hatte, ließ er seinem Kummer freien Lauf und beobachtete, wie die Stadt langsam hinter den vereisten Scheiben verschwand. Eben noch hatte er darüber nachgedacht, wie er seinen Eltern vom Misserfolg erzählen sollte. Da flog mit einem enormen Wumms die Tür auf, die die beiden Waggons voneinander trennte. Erschrocken drehte August sich um. Im Türrahmen stand ein stämmiger älterer Mann mit einem grauweißen Bart und einem alten, dreckigen Ledermantel, der sich über seinen Bauch verdächtig spannte. Grunzend schob er sich zu dem kleinen Jungen und ließ sich ihm gegenüber nieder.
Der hatte derweil ängstlich seine Tasche mit den 10 Mark an sich gedrückt, stellte nun aber erschrocken fest, dass dabei scheinbar sein Ochse herausgefallen war, der auf dem Boden ein paar Saltos vollführte, ehe er direkt vor den Füßen des Fremden zum Liegen kam. Mit kältesteifen Fingern hob dieser das kleine Tierchen hoch und musterte es aus seinen tiefblauen Augen. »Gehört der dir?« wollte er wissen, doch August brachte kein Wort heraus. So nickte er nur kurz und vergrub sein Gesicht etwas tiefer in seinem Schal. »Der ist fei wirklich schön. Wo hast du denn her?« Mit einem Mal kam der Mut langsam wieder zurück. »Den hab ich selber gemacht. Wollen Sie ihn vielleicht kaufen?« Was hatte er sich bloß dabei gedacht? Einen wildfremden Mann einfach derart dreist anzusprechen, das gehörte sich doch nicht. Aber irgendetwas hatte der Alte an sich, das August sofort zuversichtlich stimmte. Na gut, du schau mal, ich geb dir dafür die Star aus Glos, die ich grodene Michberg kaufte. Die sind bestimmt on die 50 Pfeng wert. Naja, besser als nichts, dachte August, und immerhin würde er die Steine in der Schule vielleicht gegen ein Stückchen Schokolade eintauschen können. Das Geschäft war gerade abgeschlossen, als der Zug in Zell ankam. Schnell machte August sich auf den Weg nach Hause und beichtete seinen Eltern, dass er nur 10 Mark für die Figuren bekommen hatte, wobei er das Säckchen mit den Steinen achtlos mit auf den Tisch geworfen hatte. Seine Mutter überhäufte ihn mit Küssen und umarmte ihn fest, glücklich und stolz, dass ihr Sohn die Reise in die Stadt so tapfer überstanden hatte. Sein Vater indes brummte, »Na ja, da kann man nichts machen. Wir werden wohl ein wenig Spuren müssen.« Und sah das Säckchen. »Und was ist das?« fragte er. »Das hat mir am Morgen für eine Figur gegeben, wo ich selber geschnitzt hab. Da sind aber bloß ein paar Star drin«, sagte August. Doch wie groß war die Überraschung, als aus dem Säckchen tatsächlich eine ganze Hand voll silbern glänzender Geldstücke herausfiel. »Das sind ja on die 30 Mark«, freute sich der Vater. »Wer war denn der Mann?« Mit einem Mal ging August ein Licht auf. Ein weißer Bart und ein alter lederner Mantel. Der Nikolaus, freute er sich.